Hallo, ich begrüße Sie erneut zu einem Video. Das gehört zu einer Reihe aus drei Videos, wo gezeigt wird, wie man mit Hilfe von Excel den HTML-Code erzeugt, um auf der Lernplattform Moodle interessante Lückentexte zu gestalten. Ich will so etwas nochmal zeigen. Es kann ja sein, Sie haben die beiden Videos noch nicht gesehen und wollen vielleicht mal überlegen, schaue ich mir die noch an? Und da zeige ich erstmal, was es werden soll. Moodle, die bekannteste Lernplattform, das heißt, sie ist die verbreitetste. Kennen tut sie kaum jemand, obwohl sie an fast jeder Uni oder jeder Schule eingesetzt wird. Da gibt es Lückentexte, die sehen dann so aus. Man hat hier einen Text. In diesem Fall ist das das Gedicht Osterspaziergang von Goethe aus Faust. Und da muss man an bestimmten Stellen solche Kästchen anklicken und dann kann man da zum Beispiel dann ST reinschreiben und dann kommt hier Osterspaziergang, da kommt dann ein NG, also da fehlen bestimmte Buchstaben. Und dann kann man das so ausfüllen. Ich habe hier die Möglichkeit als Administrator mir automatisch die richtige Lösung erzeugen zu lassen. Das ist gerade geschehen. Sie sehen also, das, was ich eben schon eingetragen habe, ist auch richtig. Ich mache jetzt noch einen Fehler, damit man sieht, wenn ich Faust hinten mit D schreibe, Faust und gehe dann auf Absenden und Beenden, dann wird das als Fehler automatisch erkannt und muss man als Lehrer natürlich dann auch gar nichts machen. So, alles richtig, nur Faust mit D hinten ist natürlich falsch. Ne? Sie sehen, da gibt es auch 0 Punkte. Ansonsten ist ja alles richtig. 61 von 62 Punkten habe ich erreicht. Da sind also hier immer zwei Konsonanten eingetragen. ST oder NG oder CH oder DT, wie hier bei Stadt. Groß-Kleinschreibung spielt hier keine Rolle, weil das ist ja, wenn die Teilnehmer das vielleicht mit dem Smartphone oder mit dem Tablet machen, da werden zum Teil auch automatisch Groß- oder Kleinbuchstabe eingesetzt. Also hier ist nur wichtig, dass die richtigen Konsonanten eingesetzt werden. So, wir haben gesehen, so sieht das dann hinterher aus, wenn die Teilnehmer das machen. Die können natürlich jetzt nicht, wie ich hier, einfach mal auf richtige Lösung klicken, die müssen das schon selber machen. Das Vorbereiten geschieht hier dadurch, dass der HTML-Code bereitgestellt wird. Ich zeige das hier mal, so sieht das aus. Und das, was hier steht, in diesem Bereich, das ist auch das, was Excel automatisch erzeugt. Und wie es das erzeugt, das will ich Ihnen also jetzt sofort zeigen. Ich habe hier den Text, ne, hier Osterspaziergang habe ich hier aus der Zeit übernommen, ist ja auch hier angegeben. Und da habe ich das Makro schon vorbereitet. Makro 1 und 2 habe ich ja gezeigt, wie die aussehen. Das heißt, ich kann vielleicht noch mal kurz darauf eingehen. Da gibt es die Möglichkeit über die Entwicklertools, die kann man sich einblenden über die Symbolleisten, die unter Datei Optionen zu finden sind, hier unten. Da hat man die Möglichkeit bei Menüband anpassen ist es. Und da kann man hier die Entwicklertools, wenn die noch nicht eingeblendet sind, an dieser Stelle einstellen. Die waren schon eingeblendet und dann habe ich hier bei den Entwicklertools die Möglichkeit, auf Visual Basic zu gehen. Und da haben wir hier das, was ich hier an Programmcode aufgezeichnet habe für das erste Makro und das zweite. Da ist das also eine ganz einfache Sache. Sie sehen, das sieht hier immer gleich aus. Einziger Unterschied ist, hier werden Doppelbuchstaben, also zwei A's werden ersetzt durch diese Zeichenfolge mit dem Short Answer. Also nach zwei A's wird gesucht. Hier ist also der Suchbegriff und hier ist, was dann daraus gemacht wird, durchsuchen und ersetzen. Und das passiert bei allen Buchstaben so. Sie sehen, ganze Alphabet kann man durchgehen. Zum Schluss steht hier, zwei Z werden ersetzt durch, also Replacement ist die Ersetzung, durch Short Answer mit den zwei Z. Und das ist das, was hinterher ausmacht, dass da eine Lücke steht, wo man die richtigen Buchstaben, also in diesem Fall die zwei Z, eintragen muss, wenn das da so voreingestellt ist. Das passiert also hier bei dem Modul 1. Das ist also eine sehr längliche Sache, lineare Aufzeichnung. Da muss man kein Programmierer sein. Sie haben es ja vielleicht schon gesehen in dem Video. Das wird einfach der Reihe nach durchgeklickt und dann ist man fertig. Schauen wir uns das Modul 2 an. Da geht es ja nur um die Umlaute. Da ist dann schon ein bisschen mehr zu beachten gewesen. Da ist dann, wenn man in Short Answer schon Umlaute hat,
Da sehen wir ja hier oben, ne, ein O, ein A und ein E, also drei Umlaute sind schon da drin. Da würde, wenn ich das so vorgehe wie eben, dann würde das sofort bei dem nächsten Buchstaben, bei dem nächsten Umlaut zerstört. Und deshalb wird hier erstmal aus dem A wird hier so eine komische Zeichenfolge mit drei Slashs. Also da werden vor dem A Zeichen eingesetzt, die sonst nie so vorkommen und nach dem A genauso. Und wenn ich dann alle Buchstaben so habe, dann wird zum Schluss werden diese Zeichen, die hier als Ersatz gedient haben, wieder entfernt und durch Short Answer ersetzt, weil dann kann ich ja nichts mehr kaputt machen am Ende. So, das passiert hier, werde ich auch gleich noch zeigen. Das dritte Modul, das ist dann schon ein bisschen komplexer. Das zeigt, das ist nicht aufgezeichnet, da habe ich wirklich programmiert. Aber das will ich Ihnen dann im Laufe dieses Videos noch erklären. Wollen wir uns jetzt erstmal die Ergebnisse angucken, die hier Modul 1 und Modul 2 bewirken. Also ich schließe das hier mal und dann bin ich wieder hier. Makro 1, das sehen wir hier beim Vater Unser. Da werden in diesem Fall die doppelten Buchstaben Himmel und Wille und so, da steht ja zwei, stehen zwei L drin, die werden ersetzt. Klicke ich mal auf Makro 1. Ah, ich habe vergessen zu markieren. Jetzt hat es nur die erste Zelle gemacht. Ich wähle das hier aus. Das sehen Sie, da muss man also. Das werden wir im dritten Makro auch sehen. Da muss man einen Hinweis geben. Vorher muss markiert werden. Jetzt klicke ich nochmal darauf. Sie sehen Himmel und Wille. Und hier unten haben wir noch, denn dein ist das Reich. Da stehen zwei Ns und Herrlichkeit, zwei Rs. Also das ist hier so passiert. Und dann wurde dieser Text markiert, so wie ich es jetzt hier mit der Maus mache, und wurde einfach im Moodle so eingesetzt. Und zwar in der Ansicht von HTML. Weil dann ist das sofort fertig und kann ablaufen, wie Sie es ja auch hier in dem ersten Makro sehen, in dem Video zum ersten Makro sehen. So, hier haben wir dann das Gleiche mit Faust, ne? Und da wird aber jetzt hier mit dem Makro 1 werden hier die Doppelbuchstaben ersetzt, aber hier will ich jetzt mit dem Makro 2 die Umlaute ersetzen, so steht es ja auch hier unten. Ne? Und da ist das Makro 2, das ist auf eine Schaltfläche gelegt. Wenn man das nicht hier hat zum Anklicken, dann kann man das auch über Ansicht, Makro und Anzeigen und dann geht man hier auf Makro 2. Aber das kann man eben auch auf eine Schaltfläche legen. Ne? Und dann gehe ich hier auf Abbrechen, weil ich mache es jetzt hier über die Schaltfläche. Ich muss aber auch wieder markieren, wo also ersetzt werden soll. Also ich mache es jetzt mal einfach nur für diesen Bereich, die Überschrift und hier unten Faust 1, Vers, das lasse ich also außen vor. Und dann gehe ich hier auf Makro 2 und dann sehen wir überall, wo diese Umlaute A, E, I, O, U waren, da ist jetzt hier so ein Short Answer Eintrag erfolgt, also ein Platzhalter, wo wir dann hinterher diese Kästchen sehen, wo die Teilnehmer die richtigen Buchstaben einzutragen haben. Das ist hier mit den Umlauten passiert. Jetzt habe ich hier nochmal Faust 2. Steht hier also eine Kopie dieses Blattes gemacht, aber jetzt sollen hier nicht die Umlaute ersetzt werden, sondern hier soll jetzt ganz flexibel vorgegangen werden. Hier sollen also die Konsonanten, die hier, die Doppelkonsonanten oder die, wo zwei hintereinander kommen, die sollen jetzt hier eingesetzt werden und zwar vielleicht mal nur in diesem Bereich hier. Ja, und da klicke ich jetzt mal auf Makro 3. Da wird gefragt, ist der Lückentext markiert? Genau den wollte ich ja. Und da sage ich jetzt ja, das will ich. Und schon sehen Sie, ist genau an diesen Stellen entsprechendes ausgetauscht worden. ST, CH, nochmal ein CH und CK, ne, und so weiter und wächst, dann CH. Also das ist passiert. Wenn ich jetzt aber andere Buchstaben nehme, zum Beispiel, ich könnte ja sagen, ich will jetzt hier was anderes nehmen, schreibe ich mal zwei X, weil es jetzt keine Konsonanten sind. Ich will jetzt das Wort sie will ich einbeziehen. Hier und er. Ne? Das steht ja auch hier in dem Bereich. Hier steht er und auch in dem Wort her kommt ja das er vor. So, die beiden will ich einbeziehen. Jetzt die anderen aber nicht, die entferne ich jetzt einfach mal. Und jetzt will ich zeigen, das muss jetzt auch sofort passieren. Mache das für diesen Abschnitt hier, gehe auf Makro 3,
werde gefragt, ob das richtig markiert ist. Ja, das ist es. Und schon sehen Sie, hier steht an der richtigen Stelle das ER. Hier ist das Sie. Alles will Sie mit Farben beleben. Sie sehen also, ich bin hiermit sehr flexibel und kann dann entsprechend die Gestaltung der Lücken vornehmen. Und das geschieht einfach dadurch, dass ich jetzt hier in der Spalte E, so habe ich das vorbereitet, beliebige Begriffe einsetzen kann, die hier zu Lückentexten verarbeitet werden. Und das habe ich hier schon mal vorbereitet mit Verben. Hier tauchen also Verben auf. Belebenden Blick, ne? Grünet, das ist ein Verb. Senden, oder hier ist ja, senden ist die Grundform, hier steht sendet oder grünend. Ne? Das sind also beleben, das sind also Verben, die ich hier ausgewählt habe. Die stehen hier in der Liste. Und wenn ich die, die ist also jetzt hier so 28 Verben, wenn man die Überschrift, die wird ja nicht ersetzt, das Wort Verben. Wenn ich die jetzt abarbeiten will, dann markiere ich hier, ich kann das einfach durch den Spaltenklick auf den Spaltenkopf machen und klicke dann auf Makro 3. Und dann werde ich wieder gefragt, ob markiert ist, habe ich ja gerade getan. Wenn ich auf Nein klicke, da passiert da gar nichts. Sie sehen also, wenn ich auf Ja klicke oder drücke die Eingabetaste, wie es hier beschrieben ist, dann wird ersetzt und da sehen wir hier, befreit, ne, ist hier eingesetzt worden. Das kann man jetzt, hier oben kann man es erkennen, hier in der Bearbeitungszeile. Ne, vom Eise befreit. Und dann haben wir hier, hier ist nochmal befreit, weil das ist ja hier die Überschrift und hier fängt es schon an. Und hier beleben, belebenden, ne, da ist also beleben, muss man da eintragen. Und hier sendet. Ne, das ist also alles automatisch erfolgt. So. Das kann man sich auch anschauen, wie das funktioniert. Hinterher mit den Verben gucken wir es uns mal an. Ich habe das schon, oder ich kopiere es jetzt nochmal, damit Sie es sehen, falls Sie die anderen nicht bisher angeschaut haben. Ich markiere von hier bis zum Anfang, das heißt, ich halte die Shift-Taste gedrückt, Steuerung und Position 1 tue ich noch dazu betätigen. Und dann ist von der Zelle, wo ich stand, bis zur Zelle A1 alles markiert. Das kann man natürlich auch mit der Maus überstreichen, dann gehe ich mit der rechten Maustaste drauf, um das zu kopieren. Da steht Kopieren oder wähle STRG C. Jetzt gehe ich nach Moodle. Ah ja, das steht hier schon, aber noch nicht richtig im Fenster. Und da ist noch das Beispiel von eben. Da will ich jetzt eine neue Frage erstellen. Ich gehe also hier auf Abbrechen zunächst und gehe dann auf Neue Frage erstellen und da wähle ich aus Lückentextfrage hinzufügen. So, da haben wir sie. Hier schreibe ich jetzt mal einfach nur eine Kürzel hin, LT-Test, weil die ist ja schon da, aber ich will noch mal zeigen, wie es geht. Hier ist wieder wichtig, darauf zu achten. Hier muss im HTML, in der HTML-Ansicht, ne, habe ich ja so eingestellt, da muss jetzt eingefügt werden. Das kann ich mit der rechten Maustaste einfügen. Da ist es eingefügt und da sehen wir, hier tauchen jetzt die Verben auf, wie blinken, höre, oder, was haben wir hier noch, auferstanden, feiern, da sind die Verben. Das müssen wir jetzt noch speichern und testen, um zu zeigen, das funktioniert ja auch. So, ich gehe jetzt hier auf Änderungen speichern und hat auch geklappt und da steht LT-Test. Wollen wir es uns anschauen und dann erkläre ich, was ich da beim Programmieren gemacht habe. Das ist ja also was Entscheidendes gegenüber den vorigen Makros, dass man jetzt flexibel ist. So, ich gehe hier auf dieses Symbol und da tauchen also diese Lücken auf, wo Verben einzusetzen sind. Faul wie ich bin in meiner Administratorposition, klicke ich auf richtige Lösung, also schummele. Und da werden alle Verben richtig eingesetzt. Mache aber jetzt mal einen Fehler, damit Sie sehen, das Programm erkennt auch jeden Fehler. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Wenn ich hier darf nur mit F schreibe, das R vergesse ich, darf
Deutsch als Fremdsprache, DAF. So, dann gehe ich jetzt mal auf Prüfen. Und schon sehen wir alles richtig, aber da unten müsste ein Fehler sein. Und da ist er auch. Wenn ich den Mauszeiger darauf bewege, dann sehen wir, da muss die richtige Antwort ist DAF. Die anderen sind ja alle richtig. So, das hat also soweit geklappt. Jetzt will ich noch erklären, was ist da beim Programmieren zu tun. Ich gehe wieder nach Excel. Dort habe ich die Entwicklertools und da kann ich auf Visual Basic klicken. Und da ist jetzt das Modul 3, was ich hier Ihnen erklären will. Modul 3 mit Makro 3. Das hätte ich auch anders nennen können. Ich wollte jetzt nur in der Abfolge konsistent bleiben. Makro 1 war das erste, wo ich beim Vater Unser angefangen habe. Makro 2, das war das vorige, wo ich dann dieses Suchen und Ersetzen von Umlauten gezeigt habe mit dem Trick, dass man da Ersatzzeichen einbringen muss. Und Modul 3 bzw. Makro 3, die sind also hier in einzelnen Modulen abgelegt, könnte man auch zusammenführen, aber ich wollte das so lassen, wie das Programm das automatisch angelegt hat. Fangen wir an. Hier werden natürlich nur die etwas verstehen, die schon mal programmiert haben. Oder diejenigen, die sich hier langsam einarbeiten wollen. Also da habe ich ein paar Tage gebraucht, um mit Visual Basic so weit zu kommen, wie ich das also jetzt bin. Ich habe natürlich schon vor vielen Jahrzehnten als Student programmiert. Und wer das einmal gelernt hat, der kann sich da immer wieder auch in andere Umgebungen einarbeiten. Und das ist bei Visual Basic nicht allzu schwer. Die Begriffe, die hier stehen in blauer Schrift, die kann man sich natürlich gut anschauen, wenn man da eine Suchmaschine hat und schreibt der Option explizit und immer VBA für Visual Basic for Applications. Also das ist die Programmiersprache, die zu Excel und Word und auch zu Access gehört. Wenn man das dazu schreibt, dieses VBA und Option explizit, dann bekommt man eine sehr gute Erklärung. Das bedeutet nämlich, dass hier alle Variablen explizit deklariert werden müssen. Das Grüne, was hier steht, das ist erläuternder Kommentar. Wenn der rausgestrichen wird, passiert da überhaupt nichts Nachteiliges. Das ist also, wird vom Programm nicht genutzt. Das ist nur für mich, damit ich weiß, was ich da gemacht habe. Oder damit Sie das jetzt vielleicht auch besser lesen können. Aber das, was hier in blau geschrieben ist oder in schwarz, das hat eine Bedeutung hier im Programm. Das Grüne ist nur Erläuterung. Option explizit kann man weglassen. Dann brauche ich die Variable nicht zu deklarieren, was hier passiert ist. Aber das hat den Nachteil, wenn ich dann mal mich verschreibe im Laufe des Programms, dann merkt das Programm das nicht, dass es die gleiche Variable ist wie weiter oben, sondern wegen des Verschreibens wird dann eine neue automatisch rausgemacht. Das passiert nicht, wenn man hier am Anfang alle Variablen benennt, die man im Programm verwenden will. Und da habe ich hier die mit DIM für Dimension oder Dimension, da habe ich hier den Zähler, da steht ein Int vor, weil das ist eine ganzzahlige Variable, ne, steht Integer, String ist Text, hier steht nochmal Integer. Also können Sie einfach mal VBA und Integer eingeben, dann kriegen Sie das erklärt. Das will ich jetzt nicht machen, ich will hier keinen Programmierkurs rausmachen. Aber der Zähler für die Zeile, der wird hier deklariert. Dann brauche ich natürlich den Text, der in der Lücke einzusetzen ist. Da wird ja immer einer nach dem anderen Wert hier mit Suchen und Ersetzen ausgetauscht. Also deshalb ist das nur eine einzige Variable, die wird ja dann sequenziell, also nacheinander abgearbeitet. Und dann habe ich ja hier noch die Möglichkeit, das haben Sie eben gesehen, Ja oder Nein zu sagen. Also 1 oder 0 oder 1. Das sind Ja oder Nein. Und da habe ich hier auch eine Variable deklariert als Zahl. Also 0 oder 1 kommt ja hier in dem Bereich Programmierung häufig vor. Reicht normalerweise ein Binär, also wo nur ein Bit verwendet wird. Aber das will ich also hier nicht ausführen. So, dann habe ich hier, nachdem ich die Variablen deklariert habe, das ist hier hinten auch in grün nochmal beschrieben, da habe ich dann hier zunächst eine Nachrichtenbox, Messagebox abgefragt und was ich da in der Messagebox angebe, ja oder nein, das wird hier zugewiesen. Wenn ich also da auf Ja klicke, dann ist diese Zahl, die zurückgegeben wird, eine andere, als wenn ich auf Nein klicke. Und wenn ich Nein zurückgebe, dann wird abgebrochen. Und das steht hier, if selection, also mit dem int vorweg, das ist ja nur, damit ich sofort sehe, ist es eine Zahl, eine ganze Zahl. Da wird gefragt, ist da Nein ausgewählt? VB für Visual Basic, also ist das Visual Basic Nein ausgewählt? Wenn das der Fall ist,
Da wird das Programm sofort verlassen, weil wenn nichts ausgewählt ist, macht das Programm keinen Sinn. Und dann ist diese Wenn-Abfrage natürlich sowieso zu Ende, weil ich habe es ja hier schon verlassen. Wenn das nicht der Fall ist, das heißt, ich habe nicht Nein eingeklickt, sondern ich habe die Enter-Taste gedrückt oder habe auf Ja geklickt, dann geht es eigentlich richtig los. Und das sind die paar Zeilen, die hier stehen. Und dann wird hier mit dem Zähler gleich 2 angefangen, also in der zweiten Zelle, das ist ja unter Verben, wenn wir uns dann eben erinnern, da steht dann also das erste Verb, grünen oder was auch immer. Und das wird hier der Variablen Lücke, String, also der Textvariablen Lücke zugewiesen. Die Textlücke entnommen wird sie aus der Zelle Integer Count, also den Zähler, das ist 2, Spalte 5. So lange, bis diese Lücke die Länge weniger als 1 hat, also kleiner 1, ist also wenn kein Buchstabe da steht oder gar nichts da steht, so lange wird die abgearbeitet. Also da steht, bis heißt ja until. Es wird so lange gemacht, bis das weniger als 1 in der Länge ist. So, dann wird hier die Auswahl ersetzt. Das haben wir ja in den Makros bisher gesehen. Selection replace heißt also Auswahl ersetze diesen Text, der hier in der Lücke steht, mit dem, also Replacement ist ja die Ersetzung, mit den 3 Strichen und dann kommt der Text und dann kommen die 2 senkrechten Striche, weil wir haben das ja bei den Umlauten gesehen, da kann was schief gehen. Und das wird gemacht und dann wird der Zähler, wenn das gemacht ist, um 1 erhöht. Steht ja hier, Zähler gleich Zähler plus 1. Ich will es jetzt nicht englisch vorlesen, aber sinngemäß wird der Zähler um 1 erhöht. Und dann wird die nächste Lücke eingelesen und dann steht hier Loop, Loop wie Schleife. Dann geht es wieder hier los, wo das Do Until steht. Bei dem Do Until wird wieder geprüft, wenn das weniger, wenn die Länge also unter 1 ist, das heißt, da steht nichts mehr, dann ist Schluss, dann geht es unten weiter. Wenn das nicht der Fall ist, geht es wieder dadurch. Wenn dann irgendwann Schluss ist, weil die letzte Zelle eben leer ist, hier in der Abfolge, da oder die Zelle unter der letzten, wo was eingetragen ist, leer ist, dann geht es hier weiter. Dann wird nämlich das, was hier als Platzhalter für dieses Short Answer eingesetzt wurde, diese 3 Slashes, die werden dann wirklich durch Short Answer ersetzt. Und wenn das geschehen ist, dann wird das, was nach diesem Lückentext kommt, da stehen ja dann diese 2 senkrechten Striche noch, die werden dann durch die geschlossene, geschweifte Klammer ersetzt. Das ist also die letzte Ersetzung. Und dann ist das Programm abgearbeitet. So, das steht hier drin. Sie sehen, das ist also erfreulich kurz, weil hier muss ich natürlich nicht für jedes Zeichen, was ich irgendwann ersetze, wie Umlaute oder doppelte Buchstaben, einmal Suchen und Ersetzen machen, sondern hier wird dieser Suchen und Ersetzen-Befehl nur einmal vorkommen. Und das, was in den Zellen steht, das wird ja hier über diesen Zähler nach für nach ausgelesen, durchläuft diese Abfolge vom Suchen und Ersetzen so lange, bis das eben eine leere Zelle gefunden ist. Und dann wird zum Schluss eben der Rest, also diese Short Answer, was ja für Moodle das ist, was interpretiert werden kann, das wird dann am Ende eingesetzt. Dann ist mein HTML für Moodle fertig und dann kann ich, so wie ich es eben gezeigt habe, das Ganze kopieren und dann läuft das auch. So, jetzt habe ich hier eine ganze Weile erzählt. Zum Schlusswort komme ich nochmal zurück auf diese Seite hier zu sprechen. Die Makros 1 und 2, die kann im Prinzip jeder, der mit Excel umgehen kann, relativ schnell erstellen. Das ist ein linearer Ablauf. Man schaltet den Makrorekorder ein, macht seine Schritte, in diesem Fall Suchen und Ersetzen von bestimmten Buchstaben oder Zeichenfolgen. Und wenn man fertig ist, dann speichert man das. Und dann kann man mit einem anderen Text dieses Makro nochmal durchlaufen lassen, ob das jetzt doppelte Buchstaben sind oder Umlaute. Aber mit dem letzten Makro, mit diesem, was ich eben gerade vorgestellt habe, mit dem Makro 3, da kann man natürlich viel mehr machen. Man kann hier in der Spalte E beliebiges eintragen und das, was da eingetragen ist, das wird dann von dem Makro 3 in dem Lückentext verarbeitet. Das habe ich vorgeführt, aber Ähnliches kann man natürlich mit vielen anderen Dingen machen. Da ist Excel eine ideale Entwicklungsumgebung, um solche Lernerfolgskontrollen oder Moodle-Quizze zu erstellen. Wenn Sie, Ihre Einrichtung oder eine Gruppe, die sich da zusammenfindet,
sowas lernen möchte und Sie haben auch ein kleines Budget, nehmen Sie mit mir Kontakt auf. Ich würde mich freuen, wenn man hier mit Gleichgesinnten und auch mit Leuten, die hier für Moodle besonders Interesse haben, solche Seminare mal zusammenbringt. Ein oder zwei Tage reichen sicherlich aus. Sollten Sie Interesse haben, dann können Sie sich über die Kommentarfunktion an mich wenden. Da lässt sich auch eine E-Mail direkt versenden. Und dann werden wir sehen, was machbar ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.